Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Wir spielen heute den König der Lüfte oder den Giganten der Lüfte, den Quetzalcoatlus. Und noch sind wir ein Jungtier, aber ich glaube, wir sind schon relativ groß und laut sind wir auch. Ich habe hier vorne auch irgendwas gehört. Ich glaube, irgendwas ist hier im Wasser. Aber keine Ahnung. Wir können ja erstmal versuchen abzuheben, dann können wir vielleicht mehr sehen. Okay, das hat sehr gut geklappt. Ausdauer ist auch okay. Jetzt können wir mal hier rüber fliegen. Da ist es. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was das für einer ist. Ich weiß den Namen leider gerade nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler. Der snackt da gerade irgendwas. Ich glaube Schildkröten und sowas. Ich würde ja gerne mal hier landen. Gucken, ob der mit uns interagiert. Na schade, er ist leider weggeschwommen. Aber hier ist noch irgendwas anderes, oder? Klingt auf jeden Fall böse. Keine Ahnung, wir sollten hier weg. Oh, gerade so. Ich dachte, ich knall jetzt ins Wasser. Das ist ja nochmal gut gegangen. So, ich möchte jetzt aber erstmal Mission machen, damit wir diese Coins da haben. Weil bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich Attacken oder sowas. Also ich kann nicht mal aus der Luft angreifen. Ich glaube, wir können halt nur aus dem Stand angreifen mit so einer Schnabelattacke. Genau, das können wir halt aktuell nur. Ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal zu dem Ort da vorne. Also diese blaue Markierung. Das wäre dann so unsere erste Mission. Und dann kriegen wir auch Coins. Guck mal, da schwimmt was. Dimetrodon oder so, glaube ich. Meint ihr, wir können den snacken? Der macht doch bestimmt uns weg, oder? Auf jeden Fall sau schnell. Sieht ja witzig aus, wenn der läuft. Hier ist ein Spino. Das könnte auch der Papa sein. Sieht ein bisschen so aus. Tank mal eben Ausdauer wieder. Okay, der hat keinen Bock auf mich. Necken, Spino weg, der AFK ist. Oh, da kommt noch was. Oh Gott. Wie böse der kleine Raptor oder was es klang. Aber wir lassen das lieber mit dem Spino. Wir sollten erstmal Mission machen. Wir haben jetzt hier genug Unfug gemacht. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Wir fliegen jetzt aber darüber. Ich glaube, das ist halt wirklich in dem Wasserfall. Vielleicht ist da ja eine Höhle hinter oder so. Das ist ja auch ein cooles Gebiet hier. Voll der Sumpf. Hoffen wir mal, dass wir nicht gefressen werden von irgendwelchen Crocs oder so. Fliegt da jetzt mal rein. Hier ist tatsächlich eine Höhle drin. Und wir haben richtig viele Punkte bekommen. Oha, krass. Das ist natürlich praktisch. Dann brauchen wir gar nicht so viele Missionen machen. Ja, aber coole Höhle.
Wir sollten jetzt auch relativ viel wachsen. Also ihr seht ja die gelbe Leiste. Die geht gerade ganz schön schnell voran. Aber ich würde jetzt nochmal eben schnell eine weitere Mission machen. Nämlich diese Milchlingpilze hier sammeln. Das die hier? Ah, perfekt, das sind die. Das reicht ja schon fast. Wir brauchen noch einen Stack davon und dann haben wir es. Ist aber auch eine schöne Gegend hier. Sieht nice aus, der Sumpf hier. Ja, perfekt. Jetzt wachsen wir nämlich noch schneller. Und wir haben jetzt, glaube ich, echt genug Punkte für alles. Das ist ein sehr schöner Ort. Das muss man wirklich sagen. Ich würde jetzt aber das Wachstum nochmal eben abwarten und dann können wir nochmal uns die ganzen Fähigkeiten und so angucken. Ich habe übrigens das Gefühl, dass auf den meisten Servern das Wachsen und sowas super schnell geht. Also wenn ihr da einen Server habt, wo das ein bisschen langsamer ist, dann schreibt den gerne mal in die Kommentare, weil ich würde das halt ein bisschen gerne langsamer angehen, aber auf den meisten Servern geht es halt super schnell. Oh, okay, wir sind abgestürzt. Aber schwimmen kann er auch, der Kletzer. Bisschen mehr Anlauf, dann geht das auch. Na, die Ausdauer ist fast weg. Aber dann würde ich fast sagen, dass wir mal wieder rüberfliegen. Da, wo mehr los war. Aber es kann halt auch sein, dass hier am Strand auch viel los ist. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir die nächste Wachstumsstufe erreicht. Die andere ist auch schon wieder direkt voll. Also die ist schon so, ich sag mal, dunkelgelb hinterlegt. Das füllt sich jetzt mit hellgelb. Also brauchen wir eigentlich gar keine weitere Quest mehr machen. Aber ist ja auch in Ordnung. Wir können uns jetzt definitiv mal eben hinlegen und dann gucken, was für Skills wir noch so haben. Und Skins natürlich auch. Wir können jetzt Skins nämlich shoppen. Vielleicht gibt es da ja was Cooles. Den roten da fand ich nicht schlecht. Oh, der sieht auch nice aus. 7000 kostet der. Ich glaube, ich nehme den hier. Dann mit dem weißen Hals. Das finde ich ganz nice. Dann werten wir den auch mal auf. Dann können wir die Farben nämlich noch mal ein bisschen verändern. Und dann beginnen wir mal das Häuten. Das ist jetzt unser Skin. Mal gucken, wie der gleich aussieht. Und Fähigkeiten können wir natürlich auch gucken. Hier können wir erstmal ja, unsere Geschwindigkeit und so auch verändern, die Werte. Aber ich würde das hier bei ausgewogen lassen. Mir geht es eher um die anderen Attacken, die wir haben. Da gibt es noch so eine Schnabelattacke, also so ein Zustechen. Und eine Charge-Attacke. Auch interessant. Können wir auch mal eben lernen. Da würde ich ja fast sagen, dass wir das Zustechen nehmen. Medium Damage und Low Bleed, okay. Medium Damage. Dann nehmen wir lieber das mit Blutungsschaden hier, den Schnabel. Ah, hier können wir, das andere können wir noch gar nicht lernen. Ach, wie doof. Die Sinne haben wir nichts. Vorderbeine gibt es auch. Ah, man kann mit dem Flügel zuschlagen. Das nehmen wir auch. Und es gibt eine Vorderrolle. Weiß nicht, ob wir das hier schon lernen können. Ja, das können wir schon beides reinpacken. Das ist sehr gut. Und die Haut kann man auch ändern. Nee, das wollen wir nicht, dass wir langsam in der Luft sind. Stamina Recovery Rate finde ich eigentlich ganz gut. Das machen wir. Dann kriegen wir nämlich schneller unsere Ausdauer wieder. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ansonsten können wir noch nicht so viel verändern. Aber wir haben jetzt hier schon mal so ein paar andere Attacken gelernt. Das ist ja schon mal ganz geil. Also wir können jetzt ja hier mal eben den Flügelschlag reinmachen. Und auf die 1 machen wir mal die Rolle. Dann können wir die Attacken schon mal ausprobieren. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Das ist der Flügelschlag. Wahrscheinlich eher für kleinere Angreifer. Das ist unsere Schnabelattacke. Ich frage mich, ob man die auch in der Luft machen kann, die Attacken. Scheint nicht. Ich
glaube nur die 1. Also diese Rolle. Mehr kann man leider nicht machen in der Luft. Ich glaube, da liegt eine Leiche. Wir müssen auch mal eben zwischenlanden. Kommen noch Ausdauer. Unser Skin verändert sich auch schon. Oh, da sind auch... Das ist ein Drache. Oh Gott. Der kann aber nicht fliegen, oder? Der hat keine Flügel. Ne, ich flieg mal lieber hier wieder weg. Habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich habe keine Ahnung, was die können. Und unter mir ist ein Krokodil. Ich glaube, das ist ein Sarko oder ein Dino, ich weiß es nicht. Ja, wir fliegen weiter. Dürfen wir nicht ins Wasser fallen, das ist ganz wichtig. Weil irgendwo sind hier auch die Krokodile. Damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich würde sagen, wir fliegen da oben mal in die Berge. Sieht auch echt schön aus da mit dem Nebel. Und da ist sogar so ein Langhals. Guck mal. Ah, wie cool. Ein Argentino ist das, glaube ich, ne? Wo ist er hin? Ist er weg, oder wie? Ich gehe mal gucken, ob ich das finde, was hier diese Geräusche macht. Muss irgendwo hier unten drin sein. Ich glaube, das sind die Metrodons, oder? Meint ihr, wir können ihn attackieren? Rennt auf jeden Fall davon. Er hat keinen Bock auf uns. Hier ist auch noch ein Raptor. Oder ein Terrorbird oder so. Alle flüchten vor uns. Wieso haben die alle so Angst? Sind wir etwa so stark? Ich habe keine Ausdauer mehr. Schade, schade. Aber wir haben gleich auch die nächste Wachstumsstufe. Vielleicht kriegen wir da noch coolere Attacken. Mal guck mal. Hier ist richtig Party. Oh Gott. Total chaotisch. Oh, ich glaube, wir sind an dem Hotspot angekommen. Guck mal. Hier chillen die alle, die Leute. Ja, das ist ja eigentlich so der Spot, auf den ich keine Lust habe, muss ich sagen. Das wisst ihr ja schon von mir, dass ich diese Sammelpunkte mal nicht so gern mag. Deswegen werde ich jetzt hier auch gleich verschwinden. Aber dann wissen wir jetzt auch auf der Karte, wo der ist. Da unten läuft auch irgendwas. Da auch. Kleiner Mini-Sauropode. Oh, guck mal, wie süß der ist. Oh, putzig, oder? Oh. Der ist ja richtig süß. Wie klein der neben uns ist. Und der sammelt gerade irgendwas. Oh, wie lieb.
Dankeschön. Wo gehen wir hin, mein Kleiner? Hm? Was hast du vor? Nee, da kann ich nicht durch. Geht ja einfach in so eine Höhle. Na super. Jetzt haben wir noch mehr Angriffe, die wir lernen können. Jetzt können wir nämlich auch diesen Aufladangriff da lernen. Das ist ganz gut. Und ja, die Sinne sind immer noch nicht verfügbar. Stoffwechsel lasse ich jetzt einfach mal so. Ich denke mal, Fleisch fressen ist schon okay. Ansonsten gibt es hier leider keine anderen Attacken. Ja, das heißt, wir haben jetzt so einen aufladbaren Schnabelattacke noch gelernt. Vielleicht kommen halt gleich noch Attacken, ich weiß es nicht. Eine Wachstumsstufe haben wir ja noch vor uns. Aber hier fliegt auch irgendwo was anderes rum. Das würde ich gern angreifen, sage ich euch ehrlich. Boah, der springt aus dem Wasser. Oh, was ist das? Iguanodon oder so? Ja, der will auf jeden Fall kämpfen. Der hat Bock. Ich habe keine Ausdauer. Müssen aufpassen. Das ist schlecht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich häng fest. Wir müssen hier weg. Ich kann nicht mehr losfliegen. Oh Gott. Oh, er ist gestorben. Er ist durch Fallschaden gestorben. Aber ich bin gar nicht so squishy, wie ich dachte. Aber ich muss echt aufpassen mit der Ausdauer. Das war gerade ein Problem. Aber erster Kampf erfolgreich. Den haben wir überlistet. Naja, eigentlich war er einfach nur schlechter und dümmer als ich. Mehr war das nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens Beute. Den gönnen wir uns nämlich jetzt auch. Dann sind wir auch gleich schon, glaube ich, ganz ausgewachsen. Oh, das schmeckt gut. So schmeckt der Sieg. Oh, irgendwas Fliegendes. Was ist das? Ein Pteranodon oder so? Nee, das ist kein Pteranodon. Da weiß ich leider auch gerade den Namen nicht, aber den kenne ich auch. Das ist der Original aus dem Spiel, ne? Der Quetzel ist ja eine Mod. Oh, der taucht ab ins Wasser. Na, da kann ich leider nicht hinterher. Ich hätte ihn gerne angegriffen, muss ich sagen. So. Take Trophy. Yay. Was auch immer das ist. Sieht aus wie eine Hand oder so. Das ist halt echt die Foto von dem. Dann dürfte es ein Iguanodon sein. Der hat auf jeden Fall diesen Daumen, den der Iguanodon hat. Ah, wir müssen das jetzt dahin bringen. Das ist sogar die Mission. Okay, das machen wir jetzt. Dann fliegen wir jetzt zu unserer Home Cave und dann geben wir dort mal die Trophäe ab. Keine Ahnung, was das bringt. Habe ich halt auch noch nie gemacht. Ach, so schön, dass die Sonne wieder aufgeht. Jetzt kann man langsam auch mal unsere Farben so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, ob mir der Skin so gut gefällt. Ich glaube, den ändere ich gleich nochmal. Aber jetzt testen wir erstmal den Sturzflug. Dann können wir richtig Tempo rausholen. Okay, das muss ich auf jeden Fall öfter benutzen. Leider ist der Server ein bisschen laggy. Also ich habe immer Rubberbanding. Aber was will man machen? Wir gehen jetzt erstmal in die Home Cave. Ah, jetzt habe ich es abgeliefert. Sehr schön. Cool. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt. Wir können ja mal in die Höhle reingehen.
Hier kann ich jetzt auch was anpassen. Räume anpassen. Ja, die kann man halt ausbauen und sowas. Dann hier auch dekorieren. Aber damit will ich mich jetzt gerade nicht beschäftigen, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Da kann man bestimmt viel machen. Ja, ne. Da habe ich jetzt gerade aber nicht so die Lust zu. Ich geh wieder raus. So sieht unser Skin aus. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Wir tauschen ihn nochmal. Dann nehmen wir doch nochmal einen anderen. Ich glaube, ich schalte mal den hier frei. Und dann auch noch hier alle Aufwertstufen. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen random hier. Bis wir zufrieden sind. Ja, den finde ich ganz gut. Einfach richtig schön in Rot. Und dann können wir nochmal in die Fähigkeiten gucken. Ich hoffe, wir haben jetzt noch was gelernt. Sieht aber nicht so aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben soweit alles. Ah, schade, schade. Das heißt, wir können in der Luft nur mit dieser Rolle angreifen. Ah, jetzt kann man schon unseren neuen Skin erkennen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur irgendwas finden, was wir angreifen können. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich am besten fliege. Ich glaube, ich fliege mal hier den Strand entlang. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas finden. Oh, da ist was. Das ist ein anderer Quetzal. Will sich anfreunden, ist nicht. Nee, 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 Freundchen. Freundschaften gibt's hier nicht. Ach, schade, leider nicht getroffen. Oh, der ist abgestürzt ins Wasser. Okay. Tank schnell Ausdauer. Na, der ist jetzt da unten. Den holen wir uns. Ich bin der einzige König der Lüfte. War jetzt geschafft abzuheben. Mist. Ich dachte, eventuell schafft er es nicht. Und dann kriege ich ihn. Aber wo will er hin? Den nicht mehr. Schade, schade, ist weg. Ein Elefant! Oh, dieses Spiel, ey. Oh, wir kriegen auch voll viel Schaden, wenn wir dagegen fliegen. Aber der bewegt sich nicht, zum Glück. Aber wie viel hält er aus? Oh, ich kann ihn wegschieben damit, okay. Das hat Knockback. Aber der wehrt sich nicht. Egal. Also Damage machen wir nicht wirklich, glaube ich. Ich mache nochmal diesen Charge Pack. Ja, nicht getroffen. Oh, wow. Jetzt haben wir ihn getroffen. Wir machen halt kein Damage. Wahnsinn. Wie lange soll ich denn noch auf den einhaken? Ja, wow, jetzt ist er ausgelockt. Ich habe es nicht geschafft, in der Lockout-Zeit ihn zu töten. Die Rolle ist wahrscheinlich eher so für den Luftkampf, oder? Oh, apropos Luftkampf.
Wir werden so drauf gehen. Auf jeden Fall Schaden bekommen. Wo ist der hin? Ja, wo ist der Drache hin? Das verstehe ich nicht. Oh, da ist das Schweinchen, oder? Ich glaube, das ist tot. Nee, da schläft was. Okay, wir haben es angegriffen. Das ist ein Säbelzahntiger oder so, glaube ich. Der rennt weg. Er rennt um sein Leben. Noch zweimal getroffen. Leider nicht so viel Ausdauer. Okay, ich tank kurz Ausdauer. Gucken gleich mal, ob wir den wieder kriegen oder wiederfinden. Na, dann ist wieder die Ausdauer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wäre cool, wenn es so eine andere Attacke noch geben würde, dass man den greifen könnte oder zumindest aus der Luft so mit einem Schnabelangriff angreifen könnte. Oh, so eine schöne Echse, da sehe ich mich. Oha. Der will mich. Wir fliegen lieber davon. Ich bin halt leider schon sehr low life. Schade, schade. Ich täusche nur mal ein bisschen an. Nochmal getroffen. Jetzt taucht er ab. Da schwimmt er am Felsen. Der kann aber, glaube ich, gut tauchen. Der ist schnell. Und er hat sich irgendwas gefangen. Ein Rochen. Glaube ich, nochmal getroffen. Wir landen nochmal zwischen. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden ich mache mit dieser Rolle. Ich belagere ihn nochmal ein bisschen. Ich darf halt nicht mit der Attacke rechnen. Ich möchte halt nicht vergiftet werden. Ich kriege halt Schaden. Das ist echt blöd. Gehen wir mal wieder volles Leben. Ausdauerregen. Er rennt halt jetzt hier in den Dschungel rein, das ist nicht gut für mich.
Da oben ist er. Ist das eigentlich auch so ein Charge-Bite, wenn er sich so aufstellt? Wahrscheinlich, ne? Ich kann noch eine Attacke machen, dann bin ich down. Ist halt echt blöd, dass ich da selber von Schaden bekomme. Das bringt leider nichts. Aber ich mach's trotzdem. Danach können wir neu spawnen und dann habe ich wieder volles Leben. Ich glaube, das geht schneller, als wenn ich jetzt warte, das zu ringen. Komm, los geht's. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ob ich Schaden gemacht habe, ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall sehr seltsam aus. Er will jetzt im Wasser bleiben. Ich werde jetzt halt drauf gehen mit der nächsten Attacke. Ich sag euch, wie es ist. Oder auch nicht. Ich bin tot. Schade. Oh, wie viel Schaden habe ich denn jetzt bekommen? Was? Wegen seinen Hörnern oder was? Okay, nee, das geht aber wieder hoch. Das ist, glaube ich, so Blutungsschaden, den man verlieren würde. Der ist halt auch wieder AFK, oder? Ich versuche jetzt mal was, wenn der AFK ist. Ach, hat sich ausgelockt. Was ist das denn für ein dickes Schwein? Nee, du dickes Ding. Zu Ärger oder was? Oh, das ist noch eine dicke Sau eingeloggt. Kämpft jetzt Sau gegen Sau? Ne, die gehören glaube ich zusammen. Müssen aber eben zwischenlanden. Stoßen jetzt ins Wasser. Wieder hinter ihn zu kommen. Okay, das klappt gar nicht. Ich treffe den gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich den nicht treffe. Ist er zu klein? Ich treffe ihn nicht. Gibt es doch gar nicht. Wenn, dann bringe ich mich selber um, du. Mit einer stylischen Rolle. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oha. Ein riesiger Fisch. Ich glaube, der kommt. Du gestrandeter Wal. Okay, da kann auch ein Schweifhieb. Oh, da ist nochmal was aus der Luft.
Der andere Quetzal. Gott, leckt das gerade. Der will flüchten. Oh Gott. Okay, der Server leckt gerade richtig. Bisschen verwirrend gerade. Da werden wir uns gerade gegenseitig gedamaged. Halt einfach in ihn reinfliegen, um ihn Schaden zu machen. Ich hoffe, der kriegt mehr Schaden als ich. Weiß es halt nicht. Ich habe keine Ausdauer mehr. Schnelle Ausdauer tanken. Hat er sich ausgelockt? Kann nicht wahr sein. Ich treffe ihn nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Jetzt treffe ich ihn. Ist echt schwer zu hitten, ne? Den Pack. Ach, Gott sei Dank. Aber es hat, glaube ich, auch viel mit dem Server-Deasing zu tun. Aber ich glaube, der hat sich jetzt zum Beispiel einfach ausgelockt. Das ist ja weird. Naja, wir haben ihn ja trotzdem noch bekommen. Also dieser Server war sehr, sehr laggy. Aber das kann halt auch echt viel damit zu tun haben, dass wir einfach einen Flugsaurier spielen. Das sind halt die ganzen Bewegungen und so schneller und hektischer. Und da merkt man dann halt auch schneller den Server-Lag. Das soll es jetzt aber auch mit dem Quetzal-Quartlus gewesen sein. War eine sehr interessante Erfahrung, aber mir fehlen da auf jeden Fall noch ein paar Attacken. Also es hat sich gerade in der Luft nicht so gut angefühlt, wenn man halt nur diese Rolle hat. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Quetzal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr als nächstes sehen wollt von den ganzen Kreaturen, die es hier gibt. Da gibt es ja super, super viele. Ihr kennt euch da wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr mehr Path of Titans sehen wollt, lasst auch gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.